For generations you've slept. No purpose, no call to wake you. But now, something has risen from the ruins of the old war. The twisted crusade they have begun to transform the scattered colonies into an empire, to see that the tunnel hidden and asleep will never awaken. We got caught. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum ersten Let's Play Warframe. Und zwar hattet ihr ja den Trailer gesehen. Und ich hatte das ja für die PlayStation schon mal gespielt, aber ich muss sagen, die PC-Version gefällt mir persönlich besser. Jetzt können wir uns hier mal so einen Warframe auswählen. Ich hatte ja immer den Excalibur genommen, aber der Excalibur, der wird auf Zeit langweilig und ich habe jetzt nicht wirklich Nerv gehabt, einen neuen Warframe mir zu besorgen, weil man kann diesen Mac und Volt auch selber freischalten, aber ich hatte mal einfach Bock auf was anderes und deswegen habe ich jetzt gleich im Anschluss dazu diese oder beziehungsweise jetzt gleich daran gedacht, du machst einfach mal eine Let's Play Reihe mit einem neuen Charakter und jetzt überlege ich gerade, welchen ich für den Anfang nehme. Ich persönlich tendiere zum Mac. Ich glaube, den will ich auch mal nehmen. Wake up, Tenno. I see the Lotus has tried to wake you. Pity she's too late. You're my prize now, Tenno. No. We are taking this one with us. What has he done to you? I can't lose another Tenno. I am losing the working power system. Quick, use your power to defend yourself. Ja, ich muss jetzt meine Power benutzen. Was macht der denn da? So. Okay, der zieht hier einfach weg. Ich hoffe, das passt jetzt von der Lautstärke. Ich muss mal ganz kurz Optionen. Muss ich mal auf halb machen. Bestätigen. Damit man mich auch hört, was ich hier so erzähle, wenn ich denn was erzähle. So, okay. An extraction ship is on its way, but the Grineer will be hunting you. Arm yourself. Kann ich das irgendwie stoppen? Ich muss mal ganz kurz. Dann Haltung, Meister, ja, okay. Ich will mal ganz kurz hier die Steuerung mal, Tastaturbelegung anpassen. Und zwar hätte ich gerne die Fähigkeiten auf. Ja, okay. Auf Maus 4. Und die hätte ich gerne auf Maus 5. Und die anderen werde ich dann noch craften. Okay.
Was ist E? Ja, ist nicht vergeben. Was? Sekundärfähigkeit ist nicht vergeben. Standardwerte. Ach so, Sekundärfeuer ist Maus 3. Das ist ja schon die. Egal, dann lasse ich das einfach mal erstmal so. Das muss ich dann mal später gucken, dass ich das alles noch eingestellt bekomme. So, jetzt kann ich mir eine Waffe wählen. Dann nehme ich das Schwert und dann nehme ich den Stab. Ich hatte letztens immer das Schwert genommen. Diesmal will ich, glaube ich, den Stab mal nehmen. Passt besser. So, Teil 2 ist hier durchrutschen und den mal platt machen. There's a cache of weapons ahead. Grab what you can. So, was haben wir denn hier? Wir haben Wurf. Nee. Ich hätte gern die Handfeuerwaffe, weil ich habe die Wurfdinger, das ist mir zu blöd gewesen. Good. The extraction point is up ahead. Hurry, before Vor finds out you've escaped. So, raus. So, haben wir noch eine Stufe dazu gekriegt. Jetzt müssen wir da lang. Boah. Müssen wir das mal eben so machen. X. Ich habe das sonst immer mit dem Controller gespielt, da ging es relativ einfacher als mit der... You will require resources to build yourself into a diverse and effective warrior. Ja. Ich habe das jedenfalls immer mit dem Xbox-Controller gespielt, weil es für mich einfacher war. Und mit Maus und Tastatur kann man zwar besser zielen, aber ist trotzdem sehr schwierig. Stopp, da sind noch Schränke. Wo muss man denn die Schränke mit X öffnen? Kann man die nicht auch anhauen? Ja, da ist das Schiff hin. You're not ready to face war now. Use your melee weapon to block the beam and get inside. Ja. Das muss ich mal ganz kurz. Kann man das nicht wechseln? Eigentlich kann man die Waffe wechseln. Ich weiß, dass es hier einen Weg gab, um durchzukommen. Was hättest du wohl gern? Do that, and I will guide you to your old ship. It's your only chance. Normalerweise gibt man hier noch eine andere Waffe. Da unten sind eigentlich auch noch Ressourcen, aber das spielt jetzt ja erstmal keine Rolle. Noch da. Ich habe nur halt irgendwie Probleme so mit diesen ganzen Tasten. Bist du eigentlich wahnsinnig?
Ich wollte es gerade sagen, also ich springe da nicht rüber, laufe ich da lieber an der Wand lang. Anstatt. Ah, jetzt. Natürlich nehmen wir da die Knarre, weil der Bogen ist zwar präziser, aber auch nicht so. Also, beim Bogen muss man präziser sein. Und sollte man da, also man sollte da richtig zielen, weil der halt macht halt mehr Schaden. Dafür kann man halt mit dieser Knarre besser reagieren. Finde ich jetzt persönlich, deswegen werde ich die auch benutzen. Was? F. Halte F. Ah, okay, gedrückt halten. Dann kann man hier auch Sachen blocken. So kann man dann die Sachen blocken, okay. Your ship. Hurry. Vor's reinforcements must be on their way. Versuchen wir den mal. So we can restart the ship. You'll have to bypass the security on that panel. Auszuschalten. Wollte ich gerade sagen. Oh. My senses deceiving me? Operator, is that you? Enemy reinforcements are here. Ship Cephalon, we require immediate extraction. The operator is in danger. I will need a few moments to cycle the engines. Tell me, are you afraid? You cannot hide from these old eyes. I've marked you. You will return to me. Jetzt müssen wir hier warten, bis das Schiff sich endlich mal eingerückt hat. Wir müssen das sozusagen verteidigen. Ein bisschen Energie einsammeln. Damit hätten wir auch den letzten Teil des Tutorials erstmal geschafft. Operator, you have returned. I am Ordis, ship Cephalon, a shadow of my former self. I cannot serve the operator in such a condition. Ich habe keine Ahnung, was Kryotik ist. Und für was man es braucht. So, jetzt haben wir hier unser Schiff. Stopp, das ist nicht mein Schiff. Was ist das? Das ist doch nicht das Schiff. Components have been removed. The lower orbiter compartments have no life support. Why did the operator abandon me? Das sieht irgendwie nicht aus wie das Schiff, das sieht eher aus wie ein Dungeon. Seit wann sind denn die Schiffe so groß? Das verstehe ich jetzt gar nicht, weil normalerweise sieht das jetzt eher aus wie das Dungeon. Also man kann ja in einem Clan praktisch einen Dungeon machen, aber das hier sieht ja irgendwie extrem riesig aus. Verstehe ich jetzt gar nicht. Und das Fragment fürs Arsenal. Now I can supply the operator with better modded firepower. Oh, the violation. Those have been looted as well. Und jetzt werben wir uns erstmal ein bisschen ein. We need to figure out what Captain Vor has done to you and stop him. But we'll need help. I found a communication segment we might salvage for your ship. When you are ready, activate your navigation system. So, die nehmen wir auch. So, jetzt haben wir uns ein bisschen eingefärbt, weil der Name ist ja immer noch Phoenix. Und so werden wir uns auch ein bisschen einfärben, so ein bisschen in Rot.
Die Waffen dann später auch noch, aber ich will jetzt erstmal noch eine Mission machen. Auf der Sternkarte diese Mission. Ich muss dieses Ding am Bein, glaube ich, loswerden, um volle Power zu kriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das klug war, den so anzugreifen. Egal, ballern wir die einfach nieder. Gucken wir mal, ob hier irgendwo noch Gegner sind. This data vault is equipped with a variety of security measures. How you defeat those measures is up to you. Hm. Müssen hier anscheinend hoch. Ich habe das schon länger nicht mehr gemacht, deswegen ist es für mich auch relativ neu. Aber ich finde das Spiel halt immer noch. Erstens ist es kostenlos, zweitens ist es sehr actionreich. Und einfach richtig nice, wenn man jemanden den Arm abschießen kann. So, das nehmen wir alles mit. Und mit C kann man anscheinend die Waffe nachladen. Ey, wer schießt da? Irgendwas hat er gerade auf mich geschossen. Da hat er geschossen. Schießt noch irgendwas? Platsch. So, gehen wir mal dem Missionsziel nach. Ich weiß, dass es hier auch noch so Wölfe gibt, die sich Cupro nennen und dem Spieler ab und zu mal unterstützen. Man kann sie ja später noch so ein Viech halten. Was gibt es hier denn? Ich hatte nur noch nie einen, weil mir meistens irgendwas gefehlt hat. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt in der Reihe hier. Target console is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. Dann müssen wir einen richtigen Zeitpunkt abwarten. Oder einfach unten durchrutschen. Okay, wir sollen jetzt Alarm vermeiden. Das heißt, wir müssten hier rein theoretisch. Spring doch höher, bitte. So. Alarm vermeidet. Sind reingekommen. Machen wir hier mal die Sicherheitstür auf. Oh ja, willst du mich jetzt verarschen? So, jetzt sind wir auch schon drin. Ich schlag da mal, anstatt irgendwie X zu drücken, weil dann überhaupt. Excellent work. A clean extraction with no alarms. The segment is yours. Head to extraction. Kann man denn hier wieder hochgehen? As every moment passes, the Ascaris burrows deeper. Revealing you. So, jetzt sollte ich nur gar keinen Alarm mehr auslösen. Ich weiß auch nicht, für was. Ich glaube, das gibt ja mehr Punkte oder irgendwas. Gibt es jedenfalls, wenn man wenig wie möglich Alarm auslöst. So, jetzt müssen wir zum Extraction Point, also praktisch zum Fluchtweg. Da ist noch eine Wache. Schalten wir am besten gleich aus. Bevor die irgendwie eine Alarm auslöst oder sowas. Warum geht das nicht? Oh.
Jetzt habe ich irgendwie geschossen. Das war eigentlich nicht beabsichtigt. Stopp, ich muss da hoch. Ich muss irgendwie da hochkommen. Wie kommt man denn da hoch? Ich muss da irgendwie... Achso, nee, man geht durch den Wasserfall durch. Okay. Das war jetzt nicht so klug. Ich habe eigentlich gedacht, hier kommen keine Gegner mehr. Deswegen bin ich so mal ein bisschen so... Das klappt aber auch nicht immer. Okay, da ist schon der Punkt. Wir haben es schon geschafft. Juhu. Mission complete. Excellent work, Tenno. Was haben wir denn gekriegt? Ein paar Kärtchen. Bisschen was. Den gefallenen Waffenhändler haben wir jetzt als Mission, aber wir müssen jetzt ein Fragment haben. Welcome back, Operator. The Operator has recovered a segment. Install it now. Borders patiently awaits its installation. Ja, aber wo soll ich das Ding einbauen? Ich baue da mal. Communications online. Da. I must analyze what Boris Ascaris is doing to your warframe. This technology is beyond the Grineer. It must be Corpus in origin. Der Markt. I suppose this will do. Ordis is grateful. So, hier gibt's jetzt neue. The operator is now connected with other Tenno in the system. The operator may now contact all black market scumbags. Contact arms dealers. Was ist das denn für ein Syndikat? Excellent idea, Ordis. Tenno, we need to make contact with a corpus defector sympathetic to the Tenno cause. Ja, ja. They will, of course, require compensation. Das machen wir gleich. Is he referring to, Operator? Wenn die mal ausgelabert haben. In this case, compensation will not be credits. It will be freedom. I've updated navigation. You will need to break him out of a Grineer gulag. So, jetzt möchte ich aber mal kurz das beenden, und zwar an der Stelle das Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, Daumen hoch, kommentiert auf jeden Fall die Reihe. Und falls ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, dann könnt ihr es gerne tun. Beim nächsten Mal werden wir uns mal den Markt ein bisschen näher angucken. Ich bedanke mich fürs Zugucken, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.